Hallo, wenn ich mal momentan die Wirtschaftsteile der Tageszeitungen so durchblätter, dann dreht sich gefühlt jeder zweite Artikel um den Themenkomplex Notenbankpolitik, Zinssenkungen, welchen Einfluss haben höhere oder niedrigere Zinsen auf bestimmte Teile der Wirtschaft, allen voran momentan am Immobiliensektor. Für mich Grund genug, nochmal eine makroökonomische Analyse zu versuchen. Wo stehen die Notenbanken momentan eigentlich in der Inflationsbekämpfung? Wie wird es da weitergehen? Kommen Zinssenkungen, welchen Einfluss wird das dann wiederum auf welche Wirtschaftsbereiche und welche Aktien haben? Und am Schluss werde ich auch ein bisschen was dazu sagen, wie ich mich momentan in diesem Umfeld mit meinen Ersparnissen an der Börse aufstelle, um da ganz gut durchzukommen. Das ist wie immer kein Kanal, der einfache Lösungen oder einfache Antworten auf komplexe Themen gibt, sondern mir geht es eher darum, Zusammenhänge darzustellen, mir komplexe Zusammenhänge durchzudenken, um dann eventuell dabei hilfreich zu sein, dass sich jeder selber Gedanken darüber machen kann, was die Zukunft da so bringen wird. Die Notenbanken haben sich durch die ein Jahrzehnt dauernde Nullzinspolitik in eine sehr schwierige Lage gebracht. Sie mussten dann zur Inflationsbekämpfung die Zinsen sehr rasch anheben und das verursacht jetzt einige negative Effekte, aufgrund derer die Notenbanken die Zinsen gerne wieder senken würden. Auf der anderen Seite ist er in puncto Inflationsgefahr noch lang nicht alles auf grün und die Notenbanken riskieren, wenn sie die Zinsen zu rasch und zu schnell senken, dass die Inflation zurückkommt. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Notenbankpolitik momentan. Ich fange jetzt eben mal an, durchzudenken, was hat die Notenbankpolitik, was haben die raschen Zinserhöhungen, die wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, in verschiedenen Wirtschaftsbereichen für Einflüsse gehabt. Zins ist eine sehr wichtige Größe für Firmen, für eben die Wirtschaft im Allgemeinen. Der Unternehmer steht sehr oft vor einer Entscheidung, wo er zum Beispiel eine neue Fabrik bauen kann. Also die Produkte eines Unternehmens im positiven Fall gehen gut. Die Konsumenten kaufen diese Produkte gern. Und der Unternehmer könnte jetzt zum Beispiel neben die erste Fabrik eine zweite Fabrik bauen, um mehr Produkte herzustellen. Das ist aber mit immensen Kosten verbunden. Und hier kann es jetzt gut sein, dass sich eine Investition zum Beispiel in der Nullzinspolitik, wo viele Unternehmen sich Kredite für 1% Zinsen sichern konnten. Das kann also sein, dass sich eine Investition in diesem Niedrigzinsumfeld ausgezahlt hat. Deswegen wurden auch einige Investitionen getätigt, weil zum Beispiel mit den neuen Produkten unter Berücksichtigung der ganzen Investitionskosten auf absehbare Zeit eine Marge von 4% zu erreichen ist. Und wenn ein Unternehmen sich jetzt eben 100 Millionen Euro ausborgt und 1% Zinsen dafür zahlt, Jahr für Jahr, dann kann es sein, dass bei einer Marge von 4% das eine sehr gute Investition ist. Wenn jetzt aber die Zinsen rasch ansteigen und das ist die letzten 2 Jahre passiert und dasselbe Unternehmen muss jetzt nicht mehr 1% Zinsen zahlen, sondern 5% Zinsen, dann kann sich diese Investition bereits nicht mehr auszahlen, weil die erwarteten Gewinne niedriger sind als die Zinszahlungen, die jetzt eben viel höher sind. Das hat einen bremsenden Effekt auf die gesamte Wirtschaft. Hier kann man empirisch feststellen, dass dieser bremsende Effekt sich noch sehr in Grenzen haltet. Also die höheren Zinsen, die Unternehmen jetzt zahlen müssen, verkraften sie erstaunlich gut, vor allem wenn man die USA betrachtet. Dort sind wir nach wie vor nah an der Vollbeschäftigung. Die Wirtschaft boomt eigentlich und die Zinserhöhungen haben bis jetzt auf die gesamte Wirtschaft gesehen noch keine großen Bremsspuren hinterlassen. Auch wenn man sich Europa anschaut, dann schaut das Bild eigentlich relativ gut aus. Gegenüber den zu erwarteten Effekten bei diesen massiven Zinserhöhungen ist der Wirtschaftseinbruch bis jetzt zwar wahrnehmbar, aber relativ sachte. Ein bisschen eine Ausnahme ist Deutschland, da ist aber sehr viel hausgemacht durch die eigene Politik. Bei der deutschen Wirtschaft schaut das Ganze deutlich schlechter aus. Man darf Deutschland aber jetzt nicht mit Westeuropa vergleichen. Dort schaut das Bild eher insgesamt mau aus, also weder katastrophal noch sonderlich gut und in den USA boomt die Wirtschaft also bisher. Also dieser breite Effekt der Zinserhöhungen bedeuten eine
bedeuten niedrigeres Wirtschaftswachstum oder am Beginn des Zinserhöhungszyklus haben auch nicht wenige Ökonomen vorausgesagt, dass die rasch steigenden Zinsen dazu führen werden, dass weite Teile der Weltwirtschaft in eine Rezession laufen. Das kann man momentan eben auf breiter Front noch nicht beobachten. Allerdings gibt es Ausnahme von dem Bild. Der Immobiliensektor zum Beispiel. Also der Immobiliensektor für sich genommen ist ein überschaubarer Sektor in der Gesamtwirtschaft. Allerdings sehen wir, dass bei Wirtschaftskrisen in der Vergangenheit der Immobiliensektor oft im Zentrum stand. Es gibt kaum einen anderen Sektor, wo so viel auf Kredit gebaut wird oder wo so viel Investitionen im Immobiliensektor eben im Bau auf Kredit gemacht werden wie im Immobiliensektor. Und der Immobiliensektor ist daher also sehr anfällig dafür, auch der Auslöser einer größeren Wirtschaftskrise zu sein. Das haben wir historisch öfter gesehen. Auch wir erinnern uns die letzte Finanzkrise, die dann in einer handfesten Euro- und Währungskrise gemündet ist. Also in der Zeit 2007 bis 2011 hat am amerikanischen Immobilienmarkt begonnen. Dort haben am Anfang eigentlich Ereignisse, die man zuerst einmal als sehr lokal eingeordnet hat, dann zu einer weltweiten Währungs- und Wirtschaftskrise geführt. Durchaus Parallelen gibt es da momentan. Also am Bau bricht die Wirtschaft auf breiter Front ein. Zumindest in Europa ist das nicht nur in Deutschland der Fall. Wie gesagt, nochmal, da muss man sich vor Augen halten, dass die deutsche Politik einen Alleingang macht, ja, der besonders negative Effekte am Immobilienmarkt hat. Wenn man sich den Immobilienmarkt in ganz Westeuropa ansieht, dann schaut der wesentlich robuster aus, dann schaut der noch wesentlich fester aus, aber die Bremsspuren sind ganz klar zu sehen. Überall wird also weniger gebaut, auch in anderen Ländern ist das zu sehen als in den letzten Jahren, weil sich eben gerade im Baubereich Investitionen zum Beispiel bei 2% der Immobilienzinsen sehr wohl auszahlen, bei 5% Immobilienzinsen aber eben nicht mehr. Eben ganz klassisch, ganz einfach kann man sich das vorstellen, als Immobilienfonds sammle ich Gelder ein. In einer Nullzinspolitik gibt es wenige andere Anlagen, die gute Renditen bringen. Und wenn ich dann mit diesem Geld ein neues Apartment-Gebäude bauen kann und ich kann die Apartments vermieten und kriege auf viele Jahre hingesehen eine Nettorendite nach Steuern und Erhaltungskosten von 3%, dann ist das also eine Investition, die für viele Investoren bei 0% Zinsen oder bei 1% Zinsen durchaus verlockend ist, weil ich hier immerhin 3% kriege. Wenn aber dann sichere oder vermeintlich sichere Staatsanleihen von Ländern wie den USA oder auch von Italien, wo aber die Haftung der anderen Euro-Staaten dahinter stehen, auf einmal wieder 5% Zinsen bringen, dann hört sich das ganz schnell auf und das sehen wir momentan. Eng damit verbunden ist eine kriselnde Bankenlandschaft. Stammzuschauer wissen ja, dass ich mich von Bankaktien seit einiger Zeit, das war nicht immer so, aber seit einiger Zeit fernhalte, weil die Banken durch die Zinserhöhungen gleich zweimal getroffen sind. Auf der einen Seite sind Banken durch regulatorische Vorschriften in den letzten Jahren immer stärker dazu verpflichtet worden, einen Großteil ihrer Kundengelder in Staatsanleihen zu investieren. Und auf der anderen Seite spielen die Banken natürlich bei der Immobilienfinanzierung, also dort, wo die Masse an Kredite anfällt, eine wichtige Rolle. Und diese beiden Effekte zusammen zeigen, dass der Bankensektor meiner Meinung nach von den Zinserhöhungen besonders betroffen ist. Auf der einen Seite durch Immobilienkredite, die jetzt immer häufiger ausfallen. Die Signa-Gruppe war in allen Medien und was das für einzelne Banken bedeutet, da gibt es also durchaus einzelne Schweizer Banken, die auf einmal 600 Millionen Euro an Kredite entweder abschreiben müssen oder zumindest einen großen Teil davon abschreiben. Das sind schon Summen, die allein einiges bewegen. Man kann aber davon ausgehen, dass Signa nicht der einzige Immobilienkonzern ist, der einzige
Immobilienkonzern ist, wo es momentan schlecht läuft oder die eben bereits mit einigen Töchterfirmen im Konkurs sind, sondern dass es hier noch eine ganze Menge an Bauträgern in der zweiten Reihe gibt, die momentan gerade ums Überleben kämpfen. Man kann auch davon ausgehen, dass das Bild hier bereits etwas dramatischer ist, als es die offiziellen Zahlen wiedergeben. Weil die Banken in dieser Situation, wo nicht eine einzelne Baufirma Probleme hat, sondern wo der ganze Sektor betroffen ist, einen sehr starken Anreiz dafür haben, den Kreditnehmern entgegenzukommen und zum Beispiel mal die Zinszahlungen auszusetzen oder die Laufzeit der Zinsen der Kredite zu verlängern, um eben diese Kredite in ihren Büchern nicht abschreiben zu müssen. Hier ist aber klar, dass die eine oder andere Bank um große Abschreibungen hinwegkommen wird. Es wird also Banken geben, die Kredite, die sie ausständig haben, durchaus in relevanter Höhe in ihrem Portfolio abschreiben müssen, weil einfach die Firma, die diesen Kredit genommen hat, eben nochmal als Beispiel Signa zahlungsunfähig ist oder zumindest in Gesprächen mit den Kreditgebern ist, dass man sich umschulden muss, weil man die Zinszahlungen in bisher vereinbarter Höhe aus dem Geschäftsbetrieb heraus nicht mehr fortsetzen wird. Und das Dramatische bei den Banken ist ein zweiter Effekt, der hinzukommt. Die Banken haben also unglaubliche Mengen an Staatsanleihen in ihren Büchern drin stehen. Die Banken mussten also sehr viele Kundengelder in Staatsanleihen investieren und diese Staatsanleihen haben sie jetzt in der Bilanz stehen. Und hier kann man sehen, dass auch die Staatsanleihen mit der Zinserhöhung ganz kräftig an Wert verloren haben. Man kann sich das also einfach vorstellen, wenn ich vor 5 Jahren eine Staatsanleihe gezeichnet habe, für die ich Jahr für Jahr 1% Zinsen bekomme und aktuell bringen Staatsanleihen wieder 4% Zinsen, dann ist diese alte Staatsanleihe, die vielleicht noch 5 Jahre in die Zukunft läuft, auf einmal deutlich weniger wert. Wenn ich diese Anleihe bis zum Schluss halten kann, dann komme ich als Bank aus dem Ganzen relativ gut raus, weil die Anleihe am Schluss zum Nominalen getilgt wird oder zurückgezahlt wird. Also wenn ich dem Staat 10 Millionen Euro geborgt habe als Bank für eine Anleihe und ich kriege nur 1% Zinsen, dann ist diese Anleihe jetzt momentan am Markt deutlich weniger wert als diese 10 Millionen, weil mir kein Investor mehr 10 Millionen für eine Anleihe gibt, wo ich nur 1% Zinsen kriege und am Ende kriege ich die 10 Millionen Euro zurück, weil ich ja momentan andere Anleihen habe, neue Anleihen, die auch täglich ausgegeben werden, die 5% Zinsen bringen. Das heißt, wenn ich diese Anleihen vorzeitig verkaufen muss, dann mache ich ein Minus in der Bilanz. Es gibt gewisse Rahmenbedingungen, unter denen die Banken diese Wertverluste nicht sofort verbuchen müssen, eben genau dann, wenn sie beabsichtigen, die Anleihe bis zum Ende zu halten. Dann kriege ich zwar die nächsten Jahre nur die mickrigen 1% Zinsen, aber am Ende des Anleihenzeitraums kriege ich dann die vollen 10 Millionen vom Staat zurück, wenn ich hier eine Staatsanleihe gezeichnet habe, und somit mache ich am Ende dieser Periode keinen realen Verlust. Das ist auch richtig, vorausgesetzt, ich kann diese Anleihe über einige Zeit halten, bis zum Ende halten. Ja. Und das ist genau halt nicht mehr gegeben, wenn die Banken auf einem anderen Ort, nämlich zum Beispiel bei Immobilienkredite, Verluste machen und sie müssen, um diese Verluste auszugleichen, Sicherheiten, also Assets aus ihren Bilanzen rausschmeißen und verkaufen. Und wenn diese Assets, die wir dann in der Bilanz zum Beispiel noch mit 10 Millionen stehen haben, am Markt aber nur mehr 9 Millionen wert sind, dann macht man hier zusätzlich einen Verlust. Bisher war es nur ein Buchverlust in der Bilanz, aber in dem Moment, wo ich die Anleihe vorzeitig verkaufen muss, muss ich das berichtigen und aus dem Buchverlust wird ein ganz realer Verlust. Das ist keine theoretische Betrachtung, sondern das war genau der Effekt, wo die Silicon Valley Bank vor ungefähr einem Jahr in den USA pleite gegangen ist, wo dann auch die Signature Bank pleite gegangen ist, und momentan gibt es gerade auch wieder einige Regionalbanken,
in den USA, aber Regionalbanken, die vieler Milliarden schwer sind, also Banken, die unter den 20 größten des Landes sind, aber eher in den hinteren Reihen, ja, also keine kleinen Geldhäuser, die in den letzten 2 Monaten 50, 60% an Wert an der Börse verloren haben. Hier sieht man also, dass die höheren Zinseffekte sich so Stück für Stück in die Bankbilanzen reingefressen haben. Und wenn jetzt eben die Banken auf einem anderen Feld noch und in Bedrängnis kommen, dann kann das auf einmal sehr schnell eine neue Krise auslösen. Und das Dritte sind die Staatsfinanzen an sich. Also auch der Staat hat sich daran gewöhnt, in der Nullzinspolitik sich sehr günstig verschulden zu können und Schuldenrucksäcke mit sich vor sich herzutragen, die bei normalen Zinsen eigentlich nicht mehr tragfähig gewesen wären. Das war also auch der Grund, warum er zumindest in der EZB die Nullzinspolitik eingeführt hat. Das war nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil eben in der Eurokrise mit Griechenland im Fokus, aber dann auch mit den PIGS-Staaten und so weiter, einige Staaten da waren, die also die hohen Staatsausgaben bei normalen Zinsen nicht mehr hätten tragen können, weil klar wäre gewesen wäre, hätten sie wie vor der Nullzinspolitik 4-5% Zinsen auf den gesamten Schuldenrucksack zahlen müssen, dann gäbe es also einige Südländer in der Eurozone, die bereits 10, 15, 20% ihrer Staatseinnahmen nur für Zinszahlungen ausgeben müssen und das hält kein Budget der Welt über längere Zeit aus. Deswegen hat man die Zinsen auf null gesenkt. Und jetzt, wo man die Zinsen aus anderen Ursachen, die zwar damit zu tun haben, aber eben aus anderen Ursachen, vor allem für die Inflationsbekämpfung, anheben müssen, jetzt kommt dieses Problem auf einmal zurück und ist größer als zuvor. Und das wiederum spielt mit dem zweiten Effekt auf die Bankbilanzen eine Rolle, weil da eben Wechseleffekte zwischen diesen Sachen existieren. Also wenn der Markt anfängt, die Zahlungsfähigkeit eines Landes zu hinterfragen, zum Beispiel Italien, und Italien dann immer höhere Zinsen zahlen muss, dann verlieren die bestehenden Anleihen, die in den Bankbilanzen drin sind, Stück für Stück weiter an Wert. Und wenn dann eben die Bank auf einer anderen Seite in Bedrängnis kommt, dann ist der Wert der Assets, die sie in ihrer Bilanz hat, immer weniger wert. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns momentan. Das heißt, ein ganz wichtiger Effekt, den man momentan verstehen muss, ist, dass diese Zinserhöhungen, die wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, die jetzt vorbei sind, also die Zinserhöhungen sind vorbei, die Notenbanken, ich glaube, da herrscht ziemlicher Konsens darüber, werden die Zinsen nicht weiter anheben. Der Effekt dieser Zinserhöhungen ist aber noch lang nicht vorbei, weil je länger diese Phase mit einigermaßen hohen Zinsen dauert, historisch gesehen durchaus mit normal hohen Zinsen, die aber eben eine Wirtschaft oder ein Bankensystem nach 10 Jahre Nullzinspolitik kaum mehr aushält. Also je länger diese Phase anhält, desto mehr frisst sich das Ganze in langfristig verschuldete Wirtschaftseinheiten hinein, in die Schulden von langfristigen Schuldnern, und dazu gehören eben allen voran die Staaten. Das ist also kein Einmaleffekt, der jetzt vorbei ist, sondern Italien zum Beispiel, ich gehe jetzt öfter auf Italien ein, weil ich habe mir da die Zinsstruktur mal ganz genau angesehen, ja, und ungefähr vor einem Jahr auch mehrere Videos dazu gemacht. Also Italien hat es durchaus auch wiederum besser als Deutschland zum Beispiel geschafft, sich in der Nullzinspolitik auch während der Corona-Maßnahmen sehr langfristig zu verschulden. Und das heißt, von diesem gigantischen Schuldenrucksack, den Italien hinter sich herträgt, sind noch ein großer Anteil der Anleihen sehr niedrig verzinst, weil man diese Anleihen eben schon vor der Zinswende aufgenommen hat. Aber Monat für Monat laufen ein paar dieser Staatsanleihen aus, und nachdem Italien nach wie vor ein sogar deutliches Minus im Staatshaushalt ausweist und die Schulden von Italien insgesamt Ende 2024 sicher höher sein werden als Anfang 2024, können also Schulden, die auslaufen, nicht getilgt werden.
nicht zurückgezahlt werden, sondern jede auslaufende Anleihe muss durch eine neue ersetzt werden. Und hier laufen also gerade heute und morgen und übermorgen und in 2 Monaten noch immer alle paar Tage ein paar Staatsanleihen des italienischen Staates aus. Für die sind teilweise noch Niedrigzinsen von 1% gezahlt worden und Italien muss die jetzt durch neue Staatsanleihen ersetzen, die aber momentan, glaube ich, gerade wieder 3,8% an Zinsen bringen. Und dadurch, selbst wenn die Zinsen also auf diesem mittleren Niveau bleiben und aktuell nicht sinken, ist dieser Effekt nicht zu Ende, sondern der frisst sich Stück für Stück rein und die absoluten Zinszahlungen, die Italien zu zahlen hat, die werden höher und höher. Ähnliches gilt übrigens auch für große Immobilienkonzerne. Also auch die haben eine Schuldenstruktur, die sehr langfristig ist. Und hier ist auch zu erwarten, dass noch der eine oder andere, also es trifft dann immer die schwächsten Firmen, die am höchsten verschuldet sind, zuerst. Aber dass der eine oder andere Marktteilnehmer, bevor das Ganze meiner Meinung nach vorbei ist, noch in Konkurs gehen wird, weil man eben zum Beispiel eine Schuld, auch als Immobilienkonzern in den Büchern hat, für die man im Durchschnitt aktuell noch 2% Zinsen zahlt. Mit allen 6 Monaten, die vergehen, steigt dieser Zinssatz aber minimal an, wird aber immer höher und so, wenn dann gleichzeitig die Immobilienpreise in Bedrängnis kommen, was wir ja momentan auch haben, dann kann so ein Konzern sehr schnell einmal Schlagseite haben. Also ich glaube, da ist mit Signa auch noch nicht der letzte größere Marktteilnehmer umgefallen, sondern wir werden auch hier noch einiges sehen. Das heißt, wenn wir mal von dieser Seite der Medaille ausgehen, dann ist die Diskussion um Zinssenkungen absolut gerechtfertigt. Die Notenbanken oder das ganze Wirtschaftssystem ist nach 10 Jahren Nullzinspolitik nicht mehr so aufgestellt, dass es diese Zinssenkungen, diese Zinserhöhungen, die wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, auf ewig durchhält. Das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, in meiner Art zu denken, zu verstehen. Es ist also nicht so, dass die Zinssenkungen vorbei sind und jetzt sind die Effekte in der Wirtschaft drin, sondern je länger diese Zinsen auf dem Niveau bleiben, desto größer werden die Effekte, desto größer sind die Cash-Summen, die groß langfristig verschuldete Marktteilnehmer, eben Immobilienkonzerne oder eben auch ganz stark die Staaten benötigen, um eben diese Zinsen zu bedienen. Und je mehr Geld für Zinszahlungen ausgegeben werden muss, desto weniger Geld ist für andere Bereiche da. Auch das ist meiner Meinung nach einer der wichtigen Hintergründe für die momentane Diskussion, dass sich eben viele Ausgaben im staatlichen Bereich nicht so weitermachen lassen, wie sie das bisher waren. Da ist natürlich immer ein bisschen Politik oder Einzelsachen dabei, wie eben jetzt dieses nicht rechtskonforme Budget in Deutschland, was jetzt noch auf einmal eine ordentliche Sparanstrengung mit sich gezogen hat. Aber der langfristige Effekt ist relativ schön zu sehen. Vor allem Deutschland hat also sich sehr kurzfristig verschuldet und die Zinszahlungen, die die Bundesrepublik Deutschland leisten muss, haben sich also in den letzten 2 Jahren massiv erhöht. Ja, nämlich wirklich ganz massiv erhöht, weil man sehr viele kurzlaufende Anleihen hatte, die eben vor 3 Jahren noch zum Negativzins ausgegeben werden konnten. Also man war in der Supersituation, dass man weniger zurückzahlen musste für einen Kredit, als man sich aufgenommen hat. Und mittlerweile liegen die deutschen Zinsen auch wieder bei ungefähr 2%. 2% ist nicht so hoch, klingt nicht schlimm, ist auch nicht schlimm. Allerdings, wenn man eine Schuldenstruktur hat, die bisher eher mit einem halben Prozent verzinst ist, dann ist auch das eine Zinserhöhung um 1,5%. Und heißt eben, dass sich die Zinszahlungen, wenn da die Zinsen so hoch bleiben und sich bei den aktuellen Renditen von Staatsanleihen in Deutschland nichts verändert, dass wir durchaus von einer Vervierfachung der Zinszahlungen, allerdings ausgehend von natürlich sehr niedrigem Niveau, ausgehen. Und das heißt natürlich, dass das Budget für andere Mittel knapp wird, was dann wiederum dazu führt, dass zum Beispiel bei der Wohnbauförderung der rote Stift angesetzt werden muss, was den Immobiliensektor wieder in Bedrängnis bringt. Also diese Effekte hängen alle miteinander irgendwo zusammen. Und die Notenbanken werden also über kürzer oder länger dazu gezwungen sein, meiner Meinung nach die Zinsen zu senken. Von
der Verschuldung ausgesehen. Der zweite wichtige Effekt ist natürlich die Inflation. Also die Nullzinspolitik hat dazu geführt, dass immer mehr Geld gedruckt worden ist, dass die Kreditsummen immens größer geworden sind. In unserem Geldsystem entsteht neues Geld vor allem über die Kreditvergabe, sowohl bei privaten Banken als auch von der Zentralbank her. Und die Kredite sind also in der Zeit der Nullzinspolitik ist das Verhältnis ausstehende Kredite in der Gesamtwirtschaft im Verhältnis zum Beispiel zum Bruttoinlandsprodukt immer höher geworden. Während Corona hat man das Ganze dann übertrieben, hat also Schulden gemacht, es gäbe es kein Morgen, als wäre da eben dieses Killer-Virus und sozusagen, wenn das Killer-Virus die Hälfte der Bevölkerung getötet hätte, dann wäre es auch richtig, dann gäbe es kein Morgen, dann ist egal, ob das Geldsystem stabil bleibt. Zum Glück war es dann doch deutlich harmloser als am Anfang befürchtet, prognostiziert, oder ich mag mich jetzt nicht auf dieses Minenfeld einlassen. Aber auf jeden Fall ist man dann rein von der medizinischen Seite gesellschaftlich insgesamt doch relativ gut durch das Ganze durchgekommen. Man vergleiche die Einwohnerzahl, die Westeuropa heute hat und vor 2 Jahren, also so schlimm war das Ganze auf der medizinischen Seite dann nicht. Ja. Aber die Schuldenrucksäcke sind immens größer geworden und hier musste die Zentralbank dann also gegensteuern. Es war also dann so viel Geld im System, es wurde, also die Geldmenge wurde während der 2 Jahre der Corona-Maßnahmen verdoppelt, ja, weil man also sagt, das Eurosystem beginnt nicht vor 20 Jahren, sondern geht ja zurück auf D-Mark, Frau, Lira und so weiter, die am Anfang bei Einführung des Euros konvertiert wurden. Das heißt, man kann so Pi mal Daumen sagen, dass sämtliches Geld, was eben seit der Nachkriegszeit bis 2020 gedruckt wurde von den Zentralbanken, war in etwa so viel, wie dann allein während der 2 Jahre der Noten der Corona Maßnahmen gedruckt wurde. Wenn sich die Geldmenge, die also zuerst ungefähr 70 Jahre gedauert hat im Eurosystem, um auf 4.000 Milliarden Euro zu kommen. Wenn man die dann innerhalb von 2 Jahren von 4.000 Milliarden auf 8.000 Milliarden verdoppelt, gemessen an der Notenbankbilanz, also wenn die Notenbank neues Geld druckt, kauft sie dafür Assets, zum Beispiel Staatsanleihen. Die Staatsanleihen wandern in die Bilanz der Notenbank und das frisch gedruckte Geld wandert in den Wirtschaftskreislauf. Kriegt also der Staat, der kann dann damit Bauunternehmen bezahlen, um Infrastrukturprojekte zu machen oder ähnliches. Also das ist der Weg, wie neues Geld von der Zentralbank ins System gebracht wird. Und das kann ich an der Zentralbankbilanz ablesen. Und die hat sich eben während der 2 Jahre der Corona-Maßnahmen verdoppelt, ja, und hat eben in den 2 Jahren hat man so viel Geld gedruckt wie die ersten 70 Jahre seit Entstehen des Eurosystems und der Vorgängerwährungen nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr gesagt. Und das hat natürlich auch zu einer immensen Inflation geführt. Ja. Also wenn ich auf der einen Seite pausenlos neues Geld ins System reinwerfe, aber die Anzahl der Produkte und der Dienstleistungen, die angeboten werden, hat sich Pi mal Daumen wiederum in den letzten Jahren nicht verändert. Ja. Also ich glaube, in Deutschland sind wir sogar beim Wirtschaftswachstum jetzt ungefähr, also mit Plus, also mit dem starken Einbruch 2020, dann 21, 22 mit Steigerungen und einer kleinen Rezession 2023, sind wir also in Deutschland bei der Gesamtwirtschaft gesehen ziemlich genau dort, wo man 2019 war. Im Rest der Eurozone schaut es besser aus, aber nur geringfügig besser. Also sagen wir, seit 2019 haben sich die Waren und Dienstleistungen, die im gesamten Wirtschaftssystem angeboten werden, um 3% erhöht. Die Geldmenge hat sich aber um 100% erhöht und das hat natürlich dazu geführt, dass die Inflation, die wir also in dem Ausmaß seit den 70er Jahren nicht mehr gesehen haben, zurückgekommen ist. Und das haben die Notenbanken dann Ende 2021 erkannt und haben begonnen 2022 die Zinsen zu erhöhen, aber noch viel wichtiger, die Geldmenge nicht weiter zu erhöhen. Also streng genommen haben sie die Geldmenge sogar etwas reduziert, das ist aber fast im homöopathischen Bereich gewesen, aber das Wichtige ist, sie haben also dann
Seit Sommer 2022 erhöht die EZB die Geldmenge nicht mehr. Und einige Monate später sieht man auch, dass das in der Inflationsbekämpfung Früchte trägt. Die EZB hat also die Inflation, die sie selbst durch die Finanzierung der Corona-Maßnahmen über die Notenbanken verursacht hat, dann durch die 180 Grad veränderte Notenbankpolitik kein Geld mehr drucken und die Zinsen zu erhöhen. Also wenn die Zinsen erhöht werden, werden weniger Kredite ausgegeben und das schränkt wiederum die Geldmenge ein und dadurch haben sie es durchaus geschafft, die Inflation zunächst einmal einzufangen. Allerdings sieht man, dass sich die Inflation viel zu hartnäckig haltet, als dass die Notenbanken die Zinsen eigentlich von der Inflationsseite her senken könnten. Ich habe so also letzten Sommer, als die Inflation in den USA auf 3% zurückgegangen ist, auf dem Kanal analysiert, dass ich glaube, dass es das jetzt langsam war mit Inflationsrückgänge aufgrund von diversen Effekten und auch aktuell befinden wir uns jetzt und jetzt eben schon seit längerer Zeit bei Inflationsraten in den USA zum Beispiel bei rund 3%. Also die Verbraucherpreise sind ganz aktuell im Jänner 2024 diesen Jahres in den USA um 3,1% gestiegen. Das heißt, diese hohen Inflationsraten, diese Inflation, die in vielen Ländern an der Schwelle zur Zweistelligkeit war, ja, die hat man durch die veränderte Notenbankpolitik in den Griff bekommen. Es ist auch aktuell meiner Meinung nach überhaupt nicht zu befürchten, dass die Inflation in den nächsten Monaten wieder eskaliert und wir wieder Rekordinflationsstände bekommen. Aber die Inflation geht auch nicht auf unter 2% zurück, sondern wir bleiben jetzt eben bei einer erhöhten Sockelinflation, das habe ich also letzten Sommer analysiert und Stand jetzt ist die Prognose ganz gut aufgegangen, aufgrund von mehreren Effekten. Wir haben da auf der einen Seite die Basiseffekte, ja. Man sieht also diverse Indikatoren, Importpreise, Energiepreise, aber auch sehr stark Produzentenpreise. Also man kann einfach empirisch feststellen, theoretisch ist gar nicht so leicht zu argumentieren, warum das so ist und dass ein vorlaufender Indikator ist, aber empirisch kann man feststellen, wenn die Preise der Produzenten ansteigt, dann werden die nicht sofort an die Konsumenten weitergegeben, sondern einige Monate später steigt dann auch die Konsumentenpreisinflation, der Verbraucherpreisindex, also das, was wir dann auch in den Leitmedien als Inflation bezeichnen. Und diese Produzentenpreise, um hier nur zum Beispiel Deutschland wiederum zu erwähnen, im Anfang Herbst 2022 wurden hier alle Rekorde gebrochen. Da gab es Anfang im August, im September, 2 Monate hintereinander, 2022, gab es Produzentenpreissteigerungen, also die Preissteigerungen, die sich die Produzenten gegenüberstehen, gegenüber dem Vorjahr von 40%, was natürlich viel mit den Energiepreisen zu tun hat, aber eben auch mit der Ausweitung der Geldmenge. Also ein ganzes Sammelsurium an Gründen hat dazu geführt, dass zum Höhepunkt oder eben noch ein halbes Jahr vor dem Höhepunkt der Inflationsraten wir Produzentenpreissteigerungen von 40% hatten. Das war also historisch wirklich einzigartig seit Beginn der Aufzeichnungen. Und man sah dann, dass die Produzentenpreise sich von Sommer 2022 bis Anfang 2023, dass die bereits wieder stark zurückgegangen sind, also von plus 40% auf plus 10%. Plus 10% zeigt also, dass Stand damals die Inflation nicht vorbei ist, aber doch stark am Zurückgehen ist. Und einige Monate später ging dann eben die Inflation auch deutlich zurück. Und das sind eben diese Basiseffekte. Das heißt, noch im letzten Jahr, im Oktober 2023, bei der aktuellen Inflationsrate war ich mit Produzentenpreissteigerungen konfrontiert ein Jahr davor. Also die Inflation misst ja immer die Preise heute gegenüber denen ein Jahr davor, wo im Jahr davor die Preise gerade um 40% gestiegen sind. Und von diesen absoluten Rekordständen ist es nicht mehr weiter in die Höhe gegangen, sondern die Produzentenpreise und viele andere vorauslaufende Indikatoren, auch die Importpreise und eben einiges hat ein rundes Bild ergeben. Ich habe auf dem Kanal regelmäßig darüber gesprochen, sind dann zurückgegangen. Das heißt aber, dass diese Basiseffekte, also wenn wir im Herbst noch die Inflation neu berechnet haben, Stand jetzt gegenüber dem Jahr davor, dann waren im Jahr davor gerade Preissteigerungen da, die alle Rekorde gebrochen haben.
Und gegenüber diesen immensen Preissteigerungen ist die Inflation dann zurückgegangen und zurückgegangen. Jetzt, Anfang 2024, vergleichen wir die Inflationsrate aber bereits mit der Inflation oder mit den Preisen Anfang 2023. Und da waren diese vorauslaufenden Indikatoren schon ordentlich gefallen. Das heißt, wir können sehen, dass hier die Inflation, also jetzt die Basiseffekte greifen. Und das ist einer der Gründe, warum ich nicht glaube, dass in den nächsten 6 Monaten nochmal mit massiven Rückgängen in der Inflation zu rechnen ist, sondern dass sie eben durchaus im Bereich 3, 4, 5% bleiben wird. Vor allem, wenn man sie auch noch etwas seriöser berechnen würde. Also bei der Berechnung der Inflationsrate wird schon an allen Orten etwas getrickst. Man macht gewisse Schätzungen, also in der Inflation ist nicht nur die gemessenen Preise drin, beim Gut wie Schinken zum Beispiel gehen also da wirklich dann Leute in den Supermarkt und messen, was der Schinken aktuell kostet, was er vor einem Jahr gekostet hat, was der Apfel im Moment kostet, was er vor einem Jahr gekostet hat. Aber es gibt zahlreiche Güter, die ihre Qualität verändern, vor allem technische Produkte. Und wenn man da etwas genauer auf die Inflationsberechnung schaut, dann sieht man, dass hier zunehmend auch durch rechnerische Tricks die Inflation etwas herunter manipuliert wird. Man kann, also auch im letzten Jahr hat das Statistische Bundesamt in Deutschland die Inflation neu berechnet und auf einmal waren es statt 6%, glaube ich, nur mehr 5%. Das ist zustande gekommen, indem man die Wohnkosten und die Energiekosten etwas schwächer gewichtet hat. Hier wird also schon etwas getrickst, ja? Und im Endeffekt ist ja für die Inflationsbekämpfung nicht nur die offizielle Inflationsrate wichtig, sondern auch die tatsächliche Inflation, denen sich die Konsumenten gegenüberstehen. Weil wenn ich rechnerisch die Inflation um 1% runterbringe, also wir sind hier bei der Manipulation nicht in dem Bereich von 10%, ich höre das so ab und zu, dass die Inflation, würde man sie ernsthaft messen, bei 20% lege und nicht bei 4%, so stark ist das nicht, das kann man sich recht schön anschauen, aber wenn man sich diese Terme eben anschaut, Wenn jemand offiziell eine Inflation von 4% hat, in Wirklichkeit ist sie aber bei 5% und er kriegt 4% mehr Lohn, dann kann er sich trotzdem um 1% weniger leisten und das hat einen gewissen dämpfenden Einfluss auf die Wirtschaft. Ja. Das heißt, auch vor allem die reale Inflation wird sich, glaube ich, etwas hartnäckiger halten. Und wir haben beginnend jetzt, oder es hat schon länger begonnen, eben auch Zweitrundeneffekte. Ja. Wir hatten dann im letzten Jahr in verschiedensten Berufsgruppen Lohnabschlüsse, die nah am zweistelligen Bereich waren. Das war eh auch in den Medien. Die Pensionen zum Beispiel in Österreich, die Renten sind im letzten Jahr auch um 9,6% angehoben worden. Und das war natürlich im Nachhinein. Also zunächst kommt die Inflation, der Inflationsschub. Die Leute haben nicht mehr Geld. Aber sie verhandeln emsiger im Sinne der Gewerkschaften oder der Arbeitnehmervertreter oder eben der Wähler, als die Pensionisten sind die größte Wählergruppe und werden deswegen bedacht, aber erst im Nachhinein. Nur das damals im Nachhinein ist jetzt im Vorhinein. Ja? Also auch jetzt, wo die Inflation zurückgegangen ist und würde man sie realer berechnen, dann vielleicht aktuell bei 4,5% wäre, die Firmen haben gegenüber einem Jahr davor höhere Lohnkosten um 10%, weil der Lohnabschluss im letzten Jahr 10% war. Und das führt natürlich zu Zweitrundeneffekten, wo also zuerst die Lohnerhöhungen und die Rentenerhöhungen, die nachlaufend waren, der neuen Inflation etwas vorlaufend sind. Das ist nur einer von vielen Bereichen. Gleichzeitig haben wir Entspannung bei den Energiepreisen. Auch hier kriege ich manchmal Kritik, wenn ich das Ganze sage. Die Energiepreise sind natürlich nicht wesentlich gesunken, aber man misst immer die heutigen Preise mit denen vor einem Jahr. Und vor einem Jahr waren sie gerade auf Rekord hoch und davon sind sie etwas gesunken. Das heißt, Energie ist heute für den Konsumenten natürlich deutlich teurer, immens teurer als 2019, aber etwas günstiger als vor einem Jahr. Und so insgesamt, wenn man diese Effekte zusammenzählt, dann sieht man, dass die Inflation insofern im Griff ist, dass wir von Geldwertstabilität reden können. Nicht das Inflationsziel der Zentralbanken ist nicht erreicht, aber bei 3, 4, 5% Inflation kann ich von Geldwertstabilität reden. Ich kann also Geld, das ich bekomme, aufs Konto legen und brauche es nicht sofort ausgeben, weil es in einem Monat mehr oder weniger denselben Wert hat, den es heute hat. Das heißt, die Inflationsbekämpfung der Zentralbanken
hat auf der einen Seite funktioniert. Ich habe aber eine ganze Menge an Faktoren, die darauf schließen lassen, dass wir momentan auf einer höheren Sockelinflation sind und die Inflationsdaten selbst noch keine Zinssenkungen rechtfertigen würden. Weil wenn die Notenbanken die Zinsen senken würden, eingangs habe ich erwähnt, für die Wirtschaft hätte das den positiven Einfluss, dass bei niedrigen Zinsen würden sich auf einmal wieder Investitionen lohnen. Bei 2% Zinsen, also wenn die Notenbanken, gehen wir nur um den Effekt deutlich zu machen, von ganz radikalen Zinssenkungen aus, wenn die Zentralbank die Zinsen von 4,5% auf 2% senken und das wird an die Kreditnehmer weitergegeben, dann zahlen sich auf einmal Investitionen wieder aus für Projekte, die 3% Rendite bringen, die sich eben bei 1,5% Zinsen auszahlen, bei 5% Zinsen nicht. Ja. Und wenn jetzt die Zinsen drastisch sinken, dann zahlen sich diese Projekte wieder aus, dann kann auch der Staat wieder mehr Geld ausgeben, weil der Schuldenrucksack leichter zu bedienen ist und dann können auch wieder mehr Leute Immobilien kaufen, ja, weil eben auch hier genau derselbe Effekt so greift. Eine Wohnung, die zum Beispiel 300.000 Euro wert ist, ist halt zum Beispiel von einer Familie mit einem Haushaltseinkommen von 5.000 Euro monatlich durchaus finanzierbar, wenn die Zinsen nahe Null liegen, aber nicht finanzierbar, wenn die Zinsen bei 5% liegen. Aber genau das quasi konterkariert dann wieder die Inflationsbekämpfung, weil wenn dann eben wieder mehr Kredite ausgegeben werden, wenn die Staaten wieder mehr ausgeben können und die Unternehmen wieder mehr investieren, dann heißt das auf der anderen Seite, dass die Geldmenge wieder anwächst, ja, und die Inflation nicht mehr sinkt. Ja. Und das ist dieses wahnsinnig interessante Situation. Im Titel nenne ich das Ganze das Dilemma der Notenbanken, dass die Notenbanken im Prinzip zwei Ziele aktuell verfolgen, auch wenn es offiziell nicht ihre Aufgabe ist, aber inoffiziell haben also die Notenbanken sowohl in den USA als auch in Europa schon lange auch die Aufgabe der Staatsfinanzierung übernommen und der Versorgung der Wirtschaft mit billigem Geld. Ja. Also auf der einen Seite hält die Wirtschaft, die Staatshaushalte, der Immobiliensektor diese hohen Zinsen nicht mehr lange durch. Daher müssten die Notenbanken die Zinsen eigentlich senken. Auf der anderen Seite sieht man, dass sich die Inflation hartnäckig hält. Und wenn eben die Notenbanken die Zinsen jetzt stark senken, dann weitet das wiederum die Geldmenge aus, deutlich schneller. Das kann man auch empirisch anhand der Vergangenheit feststellen. Wenn man sich die Geldmenge in Phasen von raschen Zinssenkungen anschaut, dann wächst also die Geldmenge zunächst einmal deutlich schneller als die Waren und Dienstleistungen, die dann auf lange Hand dadurch auch wachsen. Aber da sieht man eben, dass das ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten sind und das ist dieses enorme Spannungsfeld, in dem die Notenbank sich eben selber durch die Nullzinspolitik gebracht hat und wo es jetzt keinen einfachen Weg rausgeht. Wenn die Notenbanken die Zinsen nicht senken, ja, oder nur ganz leicht senken, dann ist damit zu rechnen, dass wir am Immobilienmarkt, in den Bankbilanzen und bei den Staatshaushalten die eine oder andere Krise voraus haben, die durchaus groß und gefährlich werden können. Das sind also alles Ketteneffekte, die da passieren kann. Wenn eine kleine Regionalbank, oder es ist eben keine kleine, aber wenn eine Regionalbank in den USA pleite geht, wie die Silicon Valley Bank, haben wir sofort wieder die Situation, wo Krisensitzungen am Wochenende stattfinden und ein Rettungspaket vor Börseneröffnung am Montag präsentiert wird. Das war im März vor einem Jahr der Fall, Credit Suisse sei hier auch erwähnt. Wir haben eben Pleiten am Immobilienmarkt und wir haben die Staatsschuldenkrise, die durchaus bei diesen Zinssätzen zurückkommen kann. Dadurch ist also die Notenbank gefordert, die Zinsen zu senken. Auf der anderen Seite ist die Notenbank schon auch dafür verantwortlich, dass der Geldwert stabil bleibt. Und auf dieser Seite gibt es eigentlich momentan kaum einen Spielraum für Zinssenkungen. Ich gehe also davon aus, wenn die Notenbanken die Zinsen im Juni zum Beispiel um 0,25% senken, kein neues Geld mehr drucken und gleichzeitig argumentieren, das war aber jetzt eine Zinssenkung und die nächste wird längere Zeit nicht kommen, dann wird das die Inflationsrate schon aushalten. Ja. Aber für eine deutliche Senkung von zum Beispiel 2% innerhalb der nächsten 6 Monate, dafür ist von der Inflationsseite her eigentlich kein Spielraum mehr. Und beides geht in diesem System nicht. Also ich kann auf der einen Seite Wirtschaft, Staaten und Immobiliensektor wieder mit billigem Geld versorgen. Diese Macht hat die Notenbank. Dann geht die Inflation aber wieder in die Höhe. Oder ich kann bei der Inflationsbekämpfung bleiben.
Und dann kommt es aber zu zahlreichen, also zu, wird man auch sehen, aber dann steigt die Wahrscheinlichkeit Monat für Monat an, dass ich in diesen Sektoren die eine oder andere Pleite sehen könnte. Und das könnte eben sofort zu diesen Ketteneffekten führen, die so gefährlich sind. Also es könnte sein, dass eben zum Beispiel wieder Griechenland virulent wird, schaut momentan eher nicht danach aus, aber ein kleines Land, in der Eurozone, das für sich genommen nicht so bedeutend ist, aber dass dann Investoren sofort anfangen, wenn das erste kleine Land vor einer Zahlungsunfähigkeit steht, die Zahlungsfähigkeit von Italien, Spanien oder Frankreich durchzurechnen, dann drauf kommt, dass es dort auch nicht so gut ausschaut. Und das ist eben genau der Mechanismus, wo dann große Krisen beginnen, meist relativ klein. Das ist also die spannende Situation, vor der wir momentan stehen. Und ich für mich antworte eben mit meiner Strategie, meine Ersparnisse über diese mögliche skizzierte Krise gut drüber zu bringen, indem ich vor allem in Qualitätstitel an der Börse investiere. Das sind Unternehmen, die also auf der einen Seite nicht wahnsinnig hoch verschuldet sind, so dass sie keine Probleme kriegen werden, wenn die Notenbank eher sich Richtung Inflationsbekämpfung entscheidet und die Zinsen hochlässt. Auf der anderen Seite, die aber Produkte herstellen, die auch in schlechteren Zeiten recht gut geht, dafür, dass wenn die Notenbank eben die umgekehrte Politik macht, das Ganze auch ganz gut aufgeht. Ja. So, mein Akku wird jetzt leer, ich muss dann relativ schnell aufhören, vielleicht gibt es da einen zweiten.